Es ist ein schöner sonniger Sonntag im Monat April auf dem Pilsberg in Osnabrück. Wie wir sehen, ist er noch menschenleer. Niemand ist zu sehen. Aber es soll doch heute was geschehen hier. Wo sind sie nur? Ah, in dem kleinen Wäldchen auf dem Pilsberg sehen wir ein emsiges Treiben und ein paar Gestalten. Wilden Vorbereitungen für den heutigen großen Tag am Pilsberg. Und hier können wir auch schon sehen, um was für eine neue Errungenschaft es sich handelt. Denn hier ist in den letzten Wochen, Monaten eine 5 Zoll Eisenbahn entstanden. Mit einem schönen viergleisigen Bahnhof, einem großen Oval, das könnt ihr jetzt hier sehr schön aus der Vogelperspektive sehen. Was ihr im Wald auch seht, ist eine alte Wechselbrücke der Spedition Hellmann Osnabrück, die die Osnabrücker Dampflokfreunde für ihre 5 Zoll Eisenbahn als Sachspende bekommen haben. Und diese fortan als Lokschuppen für ihre Fahrzeuge verwenden. Hier schön der Unterschied der Normalspur gegenüber der 5 Zoll zu sehen, wie es aussieht, wenn die Schienen mal 1:11 kleiner sind. Hier sieht man, dass noch was in der Entstehung ist. Hier kommt noch eine Ausweiche hin, damit dort Züge sich begegnen können. Und dieses nicht nur im Bahnhof geschieht. Und hier geht es schön durch den Wald. Man kann sich das richtig vorstellen, wenn die Bäume wieder ihre Blätter tragen, wie es toll sein muss, da mit den Zügen durchzufahren. Ja, auch hier kann man jetzt sehen, es ist natürlich noch ein emsiges Treiben, um alles vorzubereiten. Es sind zwei Echtdampfloks da. Diese müssen natürlich angeheizt werden, was auch nicht mal eben gemacht ist, denn diese müssen ja schließlich ihre vernünftigen Betriebsdrücke haben, um nachher auch dann ihre Züge zu fahren. Während die Dampfloks natürlich am Anheizen sind, sind die Dieselloks, natürlich mit einem Akku betrieben sind, schon kräftig am Rangieren, um so den Fahrzeugpark für die große Veranstaltung vorzubereiten.
Und so wird natürlich vor der Veranstaltung jetzt noch kräftig, wie gesagt, rangiert, Probe gefahren, ob denn wirklich alles läuft oder ob noch hier und da ein Schotterstein vernünftig positioniert werden muss, die Weichen alle vernünftig anliegen, wie in diesem Fall, wie ihr sehen konntet, alles Handweichen sind. Da kommt schon das Weichenpersonal, um die nächste Weiche umzulegen. Und das Befahren der Weiche vernünftig zu kontrollieren. Ja, es scheint doch ein Schotterstein noch im Weg gelegt zu haben. Hier sehen wir jetzt die Virginia, die schon gut auf Betriebsdruck ist. Und auch die Borkum aus Emden hat mittlerweile so viel Betriebsdruck, dass das Sicherheitsventil schon aufgesprungen ist. Ja, mit dem richtigen Betriebsdruck geht es dann natürlich auch los, dass die Dampfloks sich hier bewegen können. Und da wird natürlich auch erst ein wenig rangiert. Und zur Kontrolle die Strecke nochmal abgefahren. Mittlerweile ist die Zeit auch fortgeschritten und wir kommen langsam zum offiziellen Teil. Die letzten Fahrten kommen jetzt von der Strecke, positionieren sich im Bahnhof und wir werden jetzt der Eröffnungsrede des Vereinsvorsitzenden und der Bürgermeisterin in Ruhe zuhören können. Herzlich willkommen allen, die wir heute zur Eröffnung der neuen Attraktion hier am Zeckenbahnhof Kiesbeck, der Osnabrücker Dampfloks-Freunde da sind. Wir haben das Gelände an der ehemaligen Verladestation. Man sieht hinten noch die alten Bereiche, das haben wir vor 2-3 Jahren freigeräumt, die Verladestation. Jetzt hierfür soweit nutzbar gemacht und freuen uns natürlich, dass wir das zukünftig fast bei jedem Fahrtag dann auch soweit anbieten können. Im Maßstab 1 zu 11 zur großen Eisenbahn oder wie die englische Maßeinheit uns 5 Zoll machen wir unser Hobby, nämlich die historische Eisenbahn, erlebbar. Ja, man sieht hier, wie schön das von Dampf. Als Osnabrücker Dampflok-Freunde freuen wir uns natürlich besonders über Dampfloks hier auf dem Hof. Deswegen freuen wir uns, dass wir aus Münster und aus Emden zwei Vereine gewinnen konnten, die heute schon mal mit ihren Fahrzeugen zeigen, was zukünftig hier möglich sein wird.
Der Sven aus Münster hier aus seiner Dampflok, herzlich willkommen. Und die beiden Emner Kollegen, Mike und Timo, auch euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gut. Die Eröffnung des kleinen Bahnhofs hier und die Abfertigung des ersten Zuges wird Frau Pötter vornehmen. Oberbürgermeisterin, vielen, vielen Dank, dass Sie schon letztes Jahr ganz zeitig, wo Sie noch gar nicht wussten, dass Sie gewählt werden, zugesagt haben, dass Sie heute hier sind. Und wir freuen uns natürlich, ja, so präsent von der Stadt Osnabrück hier unterstützt zu werden. Herzlich willkommen, Frau Pötter. Osnabrücker Dampflok-Freunde finden ja immer wieder Unterstützung, gerade auch durch die Stadt Osnabrück, durch viele Stellen, die bei Ihnen dann eben auch da mitarbeiten. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir das wirklich auch zu schätzen gelernt. Es war auch für uns eine harte Zeit, wir konnten unsere Züge nicht fahren. Wir hatten große Probleme auch bei der Umsetzung eines Hygienekonzeptes und. Jeder kennt diese ganzen Sachen hier. Wir versuchen das ja langsam alles hinter uns zu lassen. Aber eine Person würde ich ganz gerne auch dann stellvertretend für alle städtischen Stellen, die uns immer wieder unterstützen, heute Morgen hier begrüßen, nämlich Frau Cornelia Saure, das ist die neue Leiterin des Projektbüro Piesberg. Ja, dieser Zeckenbahnhof Piesberg, so wie Sie das hier sehen, mit den unterschiedlichen Gebäuden. Jedes Gebäude hat hier seine eigene Historie. Wer gleich noch Zeit hat, kann uns gerne als Osnabrücker Dampflok-Freunde anfragen und sich was über die Uhr, die damals am Hasetorbahnhof zum Beispiel stand, sich erzählen lassen oder in Stellwerk oder Waagehaus hineingehen. Aber dieser Zeckenbahnhof Piesberg, der jetzt in den letzten 30 Jahren so von uns aufgebaut worden ist, wäre natürlich nicht unter vielfacher Unterstützung möglich. Und diese Unterstützung erfahren wir von Unternehmen, aber auch von Politikerinnen und Politikern und natürlich von allen Piesberg-Akteuren, die hier den ganzen Bereich des Piesberges soweit mitgestalten. Stellvertretend für alle freuen wir uns heute, dass hier aus Pier Frau Rita Feldkamp. Ja, es ist da ist und von der Unternehmensseite Herr Graf von Spee von der GP Papenburg. Herzlich willkommen Ihnen und vielen, vielen Dank für Ihre ganz, ganz tolle Unterstützung. Sie stehen stellvertretend für viele Unternehmen. Ja, letztes Jahr haben wir ein Angebot von einem Sammler einer Gartenbahn bekommen, deren Bahn soweit zu übernehmen. Und insofern haben wir jetzt hier in dieser Bahn zwei Drittel aus Oldenburg verbaut und ein Drittel eine alte Bahn, die wir bei uns in den Beständen noch hatte, die auch zwei Jahre schon mal im Osnabrücker Zoo aufgebaut war. Die Tiere waren nicht ganz so erfreut darüber, habe ich mir sagen lassen, von denen, die damals das noch soweit mitbekommen haben, die aber auch schon teilweise hier am Zeckenbahnhof fuhr, aber tatsächlich so im letzten Jahrzehnt ein wenig verstaubt ist. Und das Ganze haben wir tatsächlich letztes Jahr zum Anlass genommen, dieses Angebot aus Oldenburg uns daran zu erinnern und das Ganze zusammenzufassen. Und die Osnabrücker Dampflok-Freunde haben diese Infrastruktur gemacht und zurückgeschickt. Haben zwei Vereinsmitglieder, nämlich der Ebert Gillig und der Sascha Didden, der ist da hinten das soweit in die Hand genommen und haben gesagt, ja komm, wir können uns das Projekt vorstellen. Ebert hat dann tatsächlich das ganze letzte Jahr mit Manfred, mit Manfred hier und vor allen Dingen auch Hans, den möchte ich dabei auch erwähnen, hier die ganze Infrastruktur soweit aufgebaut, das Gelände soweit vorbereitet, die Abstimmung mit der Stadt Osnabrück vorgenommen, wir sind immer im Landschaftsnaturschutzgebiet hier, ne, auch das muss dann gemacht werden. Insofern euch vielen, vielen, vielen Dank. Auch ihr vier steht immer für das unglaubliche Engagement, was ich als Vereinsvorsitzender ja hier auch erlebe, unserer Vereinsmitglieder, nicht nur jetzt hier, sondern alles, was man hier sieht und wenn wir unsere Fahrbahnzüge dann soweit sehen. Gut, und nun kommen wir noch zu den wichtigsten Gästen. Das sind nämlich unsere Fahrgäste. Unsere Fahrgäste, heute eben drei Kinder und Frau Feldkamp. Erstmal. Die stehen aber auch stellvertretend für diese Wertschätzung, für diese Rückkopplung, für das
für diese tollen Momente, die wir mit Ihnen und mit euch erleben, wenn wir mit der großen Eisenbahn unterwegs sind. Aber denke auch, wenn wir heute hier die Züge fahren lassen, ne, das ist für uns immer wieder der Ansporn, nach den Fahrten zu sagen, ihr wart glücklich, dann sind wir es auch und wir haben dann wieder mehr Ansporn, unsere Freizeit hier zu verbringen und das Ganze so weit zu machen und freuen uns natürlich auch, dass unsere Familien das auch immer so weit unterstützen. Also wir wünschen uns heute alle einen tollen Tag hier. Jeder darf sicherlich gleich mal fahren, von groß bis klein, der möchte. 4 Züge stehen nachher zur Auswahl. Und jetzt kommen wir erstmal zur Enthüllung des neuen Schildes am Zentrumbahnhof. Das machen, was wir alle eine Ausbildung gebrauchen. Dafür brauchen Sie noch nicht mal eine Ausbildung. Sie brauchen noch nicht mal einen Bahnarzt dafür. Die wir sonst gebrauchen. Ich möchte mir ganz kurz 3 Worte vielleicht zu sagen, auch aus städtischer Sicht. Ihnen, lieber Herr Falk, lieber Herr Gillig, liebe Dampferfreunde, ein herzliches Dankeschön für diese neue Attraktion am Fußball, für diese weitere Attraktion, die Sie hier schaffen. Und ich glaube, man kann, hat das gerade gemerkt in Ihren Worten, wie groß das ehrenamtliche Engagement ist und wie groß die Leidenschaft für das Thema. Noch Bahn fahren und das Hobby an sich der Dampflok-Freunde ist und toll, dass Sie nicht nur Ihrem Hobby nachgehen, sondern dass auch die Osnabrückerinnen und Osnabrücker jetzt davon etwas haben und dafür herzlichen Dank. Ich möchte aber auch einmal Herrn Graf von Spee nochmal zu danken für die finanzielle Unterstützung, auch das ist wichtig und auch der Firma Hellmann, denn wenn wir nicht auf dieses Engagement hätten, dann müssten wir als Stadt noch häufiger einspringen und da sind wir sehr froh, dass das nicht so oft der Fall sein muss und dass es viele Firmen und Osnabrück gibt, die als solches Engagement auch unterstützen. Jetzt, glaube ich, warten alle Kinder, dass endlich los. Ja. Ja, auch. Ganz kurz, wenn der, alle in die Runde, wenn der Eröffnungszug zurück ist, stehen die anderen Züge zur Verfügung, können die Kinder sich draufsetzen, wo Platz ist. Wenn wir zurückkommen, dürft ihr aufsitzen. So, dann machen wir mal. Nachdem die Oberbürgermeisterin Frau Pötter das erste Mal ein Abfahrtssignal gegeben hat für den ersten offiziellen Zug mit Fahrgästen, war die Piesbecker Kleinbahn somit eröffnet. Der erste Zug mit seinen Fahrgästen drehte seine erste Runde, gefolgt von dem zweiten mit der Oberbürgermeisterin Frau Pötter. Und so konnte die Bahn auch für die Öffentlichkeit, die schon sehnsüchtig, wie man hier an den Bildern sieht, auf den Zügen wartet, dass sie abfahren können, übergeben werden. Es herrschte, wie gesagt, reges Treiben bei der doch gut besuchten Veranstaltung bei wechselhaftem Aprilwetter. Und wie man hier sehen kann, die Virgin zieht einen vollbesetzten Zug mit freudigen Kindern, die dieses Angebot sehr gut angenommen haben. Das Schöne an diesen Bildern ist, wie es auch im Original, ist ein Zug dampfbespannt, ist er komischerweise wesentlich beliebter als ein dieselbespannter Zug.
Natürlich wurde, wie es am Piesberg üblich ist, auch an das leibliche Wohl gedacht. So war alles ein gelungener Tag. Als kleinen Schmankel werden wir jetzt nochmal mit einem Zug mitfahren. Aus der Lokführersicht. Viel Spaß dabei. Da haben wir auch jetzt mit der Nessel ist Käse. Doch, komm mal. Noch eine kleine Information für alle, die nicht dabei sein konnten. Die nächste Veranstaltung der 5 Zoll Eisenbahn findet bereits am Ostermontag statt von 11 bis 17 Uhr. Bis zum nächsten Mal am Piesberg. Ihre Osnabrücker Dampflokfreunde.